Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Leider müssen wir diesmal gegen zwei und nicht nur gegen eine von den Pflanzen kämpfen. Und die sind nervig. Vor allem diese kleinen Scheißdinger, die machen aber viel Schaden. Wenn sie aufplatzen, deswegen müssen wir aufpassen, dass die uns nicht erwischen. Au. Oh, ich habe keine Schwalbe mehr, Idiot. Weg! Oh, knapp. Au. Weg, weg, weg. Oh, falsche Richtung. Nice, das war wieder so ein direkter Tod. Ja, ich muss aufpassen, dass ich immer mindestens einen Adrenalinpunkt habe, weil nur dann tritt dieser Effekt ein, wie es aussieht. Oh Gott, das ist ja fast gar nichts mehr, der Typ. Auf dem Boden ist Blut. Viel Blut. Zu viel Blut. Zwergenwetzstein und Gnomenschmiedwerkzeug. Mhm. Vorsicht, großer weißer Schrecken, Gefahrenzone, nicht weitergehen. Großer weißer Schrecken heißt es im Auftrag. Könnte dieselbe Bestie wie in den Warnungen sein. Welchen Auftrag? Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Anweisung auf eleganten Briefpapier. Wenn du mich diesmal enttäuscht, zieh dir deine fleckige Haut ab. Hol morgen die nächste Lieferung Setzlinge aus dem Gewächshaus in Tesa Mutna ab. Wir müssen einen weiteren Bereich von Coronata infizieren. Aber verspäte dich nicht, denn der Trupp vom Weingut auf der anderen Seite des Flusses hat den Schlüssel. Interessant. Was haben wir denn da? Diese Notiz und der Brief ist doch nicht zufällig hier gelandet. Irgendein Dritter macht Ärger auf den Weingut. Ich muss den Ort finden, von dem im Brief die Rede ist. Ich wette, ich finde etwas höchst Interessantes hinter der Tür, zu der dieser Schlüssel passt. Bam, bam, baram, bam, 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 baram, baram, bam, 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 bam. Okay. Bitte noch was Geiles. Ach, diese ganze Alge. Wir werden so viel Alge am Ende dieses Spiels haben, die wir einfach nicht brauchen. Aber wie gesagt, den können wir vielleicht irgendwann mal irgendjemanden verkaufen, der ein bisschen Kohle hat. Halt! Färbemittel brauchen wir. Ah, Wasserflasche und Erdbeeren. Das macht am liebsten Wasser trinken und Erdbeeren essen. Okay. Getreidesacken, ganzer Sack Getreide. Den isst Geralt natürlich auch einfach so zum Knabbern zwischendurch. Hallo, das sind seine Chips. Einfach mal einen Sack Getreide essen, why not? Müssen aber mal eine Runde schlafen, aber nicht mehr. Keine Tränke mehr haben. Dabei habe ich die jetzt schon aufgepumpt. Wir haben jetzt schon fünfmal Schwalbe, dreimal den Absud und trotzdem. Ah, die Kämpfe sind auch echt teilweise. Also, es ist. Also, ich. Wenn ich nicht so gut spielen würde, ne, Freunde, dann. Okay, der Misthaufen war irgendwo hier. Ich weiß aber leider nicht mehr ganz genau, wo der war. Finde den an dem Brief, bla bla bla. Oh Gott, wo ist denn das? Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber erstmal will ich eigentlich den Rest machen, der hier war. Wie heißt denn das Quest? Weinfäden, Deus in Machina, okay. Soll ich mal versuchen, den Haufen zu finden, ohne dass ich nochmal das Quest auswähle? Aber das wird gar nicht so einfach. Ich habe mir nicht genau gemerkt, wo der Kreis angezeigt wurde. Mal schauen. Hätten wir auch reiten können, aber jetzt sind wir gleich da. Also den können wir so die tolle Landschaft genießen. Das ist unglaublich. So. Wo hast
hast du denn diese Katzenaugen her? Also irgendwo da in der Nähe müsste sein. Es soll ja ein Misthaufen sein, ein Misthaufen. Das heißt, wenn wir einen Misthaufen sehen, dann... Coronata-Weingut. Der Begründer dieser Linie, Stefan de Coronata, hat einst einen Druiden gegen die Raupen um Hilfe. Die ihm die Reben wegfraßen. Der Druide empfahl, Marder zu halten, die Insektenlarven lieben. Stefan tat, wie ihm geraten, und befreite nicht nur sein eigenes, sondern auch alle benachbarten Weingüter von der Plage. Für diese edle Tat wurde ihm ein Adelstitel verliehen. Er wählte einen blauen Wolf als Wappentier, nachdem er zu der Einsicht gekommen war, dass ein Auftritt in einer Parade mit einem Marder auf dem Schild ein alberner Anblick sei. Ah, hier haben wir doch Misthaufen. Eine Feder führen als einen Flug ziehen, meinst du nicht auch? Da ist auch noch Misthaufen. Nein, hier? Oh. Okay, ihr habt gewonnen. So, wie hieß denn das jetzt? Transformation, Papierkrieg, Weinfäden. Ach nee, das ist eine Schatzsuche bestimmt. Geld stinkt nicht. Ach, da vorne? Okay, krass. Er sollte es ja in dem Misthaufen verstecken, also wird es wohl auch in dem Misthaufen drin sein, da. Dieser Gestank. Goldener Saphirring und 141 Florin. Gut, dann können wir uns jetzt wieder um die anderen Probleme von dieser Weinfäde kümmern. Ist ja nur noch eins, glaube ich. Nee, das ist falsch. Das ist auch nicht richtig. Finde den Ort, der im Brief erwähnt ist. Hä? Das. Nur noch ein Problem, okay. Ja, wir nehmen natürlich die Fragezeichen wieder mit. Ich denke, wir werden dann sowieso erstmal alle Fragezeichen machen, die da oben sind. Das Herzog ist klein. Aber wer würde seine Beine nicht kennen? Muss man was trinken, verdammt. Ah, viel besser. So. Na, dann würde ich sagen, klären wir das Gebiet direkt mal. Wenn wir einmal dabei sind. Und machen alle Fragezeichen weg. Es waren aber schon einige. Ich bin gespannt, ob das wieder irgendwas Zusammenhängendes ist. Also mehrere Banditenlager oder Monsternest oder so. Oh, was ist denn hier los? Fuck! Das ist ja gar nicht meine Aufgabe, die da Platz zu machen. Warum hängen die denn hier alle ab? Freunde, dreht mal nicht durch. Okay. Die haben auch ein bisschen Gift-Action am Start wieder, hä? Ich meine, ist natürlich gut für die Gegend, wenn ich die jetzt hier platt mache, aber... So, einer weniger. Okay, krass, wir haben gerade eine fette Monstergruppe platt gemacht, die wir gar nicht hätten... Oh fuck, ich bin gleich tot! Weil ich vergiftet bin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell weißer Honig, schnell weißer Honig. Oh, war das knapp, Freunde. Oh mein Gott, war das knapp. Jetzt muss ich aber wenigstens die ganzen Sachen einsammeln, die sie getroppt haben, weil es wäre sonst total sinnlos gewesen, hier Platz zu machen. Gut für die Gegend, freuen die sich, wenn die hier so eine wirklich total nervige, krasse Gruppe nicht mehr rumstehen haben, weil die machen ja richtig Stress, also... Da stirbt man ja wahrscheinlich immer, wenn man als normaler Arbeiter an die Geräte ist. Da entkommt man ja auch nicht. Die sind ja auch super schnell. Okay, jetzt haben wir ein Banditenlager. Ach, okay. Wir heilen uns mal. Wir nächtigen mal. Oder wir meditieren mal, um wieder volle Tränke zu bekommen. Und
Speichern mal und jetzt machen wir sie platt. Ist ja auch ein größeres Lager, wie es aussieht. Brüder, töten wir, morden wir. Im eigenen Bogenschützen erschossen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ach nee, der lebt noch. Schneller! Boah, zwei auf einmal hingerichtet, geil! Du wirst es nie lernen. So, da stechen wir dich halt wieder mal ins Herz. Glückwunsch, danke. Zwiebel, das ist wieder die Zwiebelbande. Was denn sonst? Die Zwiebelbande. Oh, gegrilltes Schweinefleisch. Ob der vielleicht von einem anderen Bande kommt, von der gegrillten Schweinefleischbande. Na, hier ist Zwiebelbande, ich wusste. Das müssen die ja mit Absicht so programmiert haben, oder? Also das ist doch kein Zufall. Blaubeeren, Honigwabe, viel Essen. Also wir haben so viel Essen. Krass. Kann ich eigentlich auch immer so zwischendurch essen, um mich schneller aufzufüllen, fällt mir gerade ein. Wir haben echt so viel Essen, dass es kein Stress ist. So. Nicht verschickter Brief eines Banditen. Färbemittel. Oh, wir finden so viel Zeug. An Primek Freudenhaus Klöcknerinnen von Buclair. Brüderchen, ich fasse mich kurz. Der verfickte Philibert, das Sackgesicht, Sternling und Lot können mich an Derrière lecken. Ich mache es alleine. Dank dieser fliegenden Silberhenne kann ich leben wie ein serikanischer Pascha. Die Männer sind auch froh, weil es nicht das Übelste ist, Händler zu töten. Die Arbeit ist nicht schwer und das Blut kann man ja abwaschen. Und diese Beute. Gestern beispielsweise ist eine Karawane voll mit Rumpfässern und Räucherschinken durchgekommen. Meine Güte, haben wir gezecht. Drum lass dir gesagt sein, Bruder. Lass die Bordellbranche sein und komm zu meiner lustigen Bande. Mama weint sich bestimmt jeden Abend in den Schlaf, weil er lieber Sohn in einem Bordell arbeitet. Es wird sie von Herzen freuen zu wissen, dass ich ein Auge auf dich habe. Dein großer Bruder Bartolomé Martin Tschechowski. Das ist halt schon krass, ne? Das sind halt trotzdem irgendwie Menschen. Also das wird halt trotzdem nicht so... Also wird halt einfach gezeigt, das sind halt trotzdem Menschen. Ne? Das sind halt schlechte Menschen teilweise, die Scheiß im Kopf haben. Aber wir haben halt auch Familie. Und wir haben gerade den Bruder von jemandem umgebracht. Wir haben gerade den Sohn von jemandem umgebracht. Das ist halt schon heftig. Aber was soll ich machen? Wäre halt kein verdammter Bandit geworden. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt erstmal... hierhin. Wobei, da können wir nachher auch hin, weil wir können ja hier. Erstmal gehen wir hier hin. Dann werden hier wahrscheinlich einige Banditen auf uns warten, denke ich mal. Also es werden mehrere Banditenlager sein. Mal schauen, wer als nächstes kommt. Wieder ein Banditenlager, sieht fast so aus, ne? Ach nee, Quatsch, das sind ja erstmal die Gebäude dabei. Das Lager ist verlassen, aber die Zerstörungen sind noch frisch. Ich bin wohl knapp zu spät gekommen. Sollte mich dennoch umsehen. Okay, das ist dann also irgendwie ein Quest, was wir gerade nicht ausgewählt haben. Ja, why not, dann nehmen wir das mit. Weiß gar nicht, warum ich den ganzen Schrott mitnehme. Brauch ich eh alles nicht. Ein Mann. Er ist verblutet. Die Wunden stammen den Klauenspuren nach von einem großen Vieh. Und es hat ein breites Grinsen mit langen Zähnen, sagt die zerrissene Kehle. Okay. Neue Markierung, Handelsposten. Jeder Kaufmann, der etwas auf sich hält, treibt in der Hauptstadt Toussaint zumindest ein wenig Handel. Hört sich bei den Klöcknerinnen von Beauclair in San Sebastian die neuesten Gerüchte an und sieht im Hafen nach, ob die Dockarbeiter vielleicht ein, zwei Fässer verloren haben. Die wichtigen Geschäfte werden allerdings nicht in der Stadt abgewickelt, sondern in diesem nüchternen Händlerlager, einem Außenposten, der weit von der ewigen Wein- und Sangeselligkeit Beauclair entfernt ist. Kampfspuren, Pfotenabdrücke, eindeutig von einem Monster, aber nur an einer Stelle. Muss ein Angriff aus der Luft gewesen sein. Ach, wieder ein Greif. Das muss ein Drakonit sein.
Ein Basilisk vielleicht? Allerdings sind diese Spuren irgendwie anders. Okay. Hier ist es gefährlich. Ich schätze, ein Basilisk treibt sich hier rum. Du solltest dich lieber fernhalten. Aber das weiß ich doch. Ich darf mit Stolz verkünden, dass hier wirklich ein Basilisk lebt. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Kümmern? Basilisken sind doch keine Schoßtiere. Das Vieh bringt hier die Leute um. Moment mal, er bringt keine Leute um, die nicht durch sein Revier kommen. Hast du diese Warnungen ausgehängt? Oh ja, damit niemand zu Schaden kommt. Das funktioniert ja prima. Hier haben wir eine frisch zerrissene Leiche. Das war wohl ein Händler, armer Kerl. Ich habe heute erfahren, dass zwei Kaufleute trotz der Hinweise diesen Weg gewählt haben. Ich kam so schnell ich konnte, um sie zu warnen. Leider zu spät. Ich habe meine Diener bereits angewiesen, den Leichnam zur Familie zu bringen und sie großzügig zu entschädigen. Ist das crazy? Du behauptest, ich wäre der letzte Basilisk. Wer bist du? Was hast du mit? Wer genau bist du? Und was interessiert dich an dem Monster so? Graf Borhis, stets zu Diensten. Was das Monster betrifft, nun, diese Unterart ist das Symbol unserer Dynastie. Die Familie de Salvarez signiert seit Jahrhunderten mit dem Regulus Platinum. Der Familienlegende zufolge rettete einst ein Weibchen dieser Art einen unserer Vorfahren, der noch ein Junge war, aus einem brennenden Gebäude. Sie brachte ihn in ihr Nest und fütterte ihn wie eines ihrer Jungen. Mumpitz. Gewiss, aber schöner Mumpitz. Du sagst, dies wäre der letzte noch lebende Basilisk? Woher willst du das wissen? Es ist der letzte Vertreter dieser Unterart. Die war mal recht zahlreich, bevor die Buchenwälder gerodet wurden. Du behauptest, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Dichte von Buchenwäldern und der von Basiliskenpopulationen? Nun, der Zusammenhang ist indirekt, möchte ich sagen. In Buchenwäldern gibt es viele Rehe, weißt du? Und die Basilisken haben viel zu fressen. Als Rehe selten wurden, machten die Basilisken die Menschen zu ihrer Nahrungsgrundlage. Deswegen kamen die Hexer. Und so ist dies jetzt das letzte Exemplar. Ein Weibchen. Letztes Jahr noch hatten wir zwei. Aber der Gefährte von Jocaste ist leider verschieden. Jocaste? Warum sollte sie keinen Namen haben? Mein Vater hat sie so genannt, zum Andenken an meine selige Mutter. Damals hat Jocaste gebrütet, zwei Eier. Aber ach, sie hat sie aus dem Nest geworfen, als ihr Gefährte starb. Okay, also es stirbt die Art sowieso bald aus. Du bezahlst die Angehörigen? Wieso? Diese Gegend ist seit Jahrzehnten im Besitz meiner Familie. Sie wurde uns von Herzogin Ademarta gewährt. Der Basilisk verlässt unser Land nicht. Er jagt oder tötet oder zerstört nirgendwo sonst. Wenn man ihn nicht provoziert, wenn es aber doch mal passiert, wenn er tötet, dann zahle ich für alles. Aus eigener Tasche. Hast du auch Söhne und Ehemänner in der Tasche, mit denen du die ganzen zerfleischten Leute ersetzen kannst? Die Toten kann ich natürlich nicht wieder lebendig machen. Aber ihre Lieben bekommen eine großzügige Entschädigung. Letzten Sommer gab ich der Witwe eines Lederers 800 Kronen. Und die Familie dieses unglücklichen Händlers wird ebenfalls angemessen entschädigt. 800 Kronen ist doch nicht viel. Wo nistet der Basilisk denn? Weißt du das? Natürlich weiß ich das. Aber du erwartest ja wohl nicht, dass ich es dir sage. Das sind ja keine Holzschwerter, die du da hast. Ich kenne deine Absichten. Dann finde ich ihn selbst. Seine Pfotenabdrücke sind ja augenfällig. Du hast zwei Händler erwähnt. Nach der anderen Leiche suche ich dann wohl auch. Okay. Bestiarium ist einem zugekommen. Hinzugefügt Silberbasilisken. Geralt hat ein Faible für Kreaturen, die angeblich nicht existieren. Seien es Vampire mit Herz oder Vertreter angeblich ausgestorbener Spezies, die kein Gelehrter je klassifiziert hat. So nahm er einen Auftrag an, der auf den ersten Blick banal wirkte, bei genauerem Hinsehen aber hochinteressant war. Es ging um den letzten Basilisken einer für ausgestorben gehaltenen Spezies namens
Regulus Platinum. Wahr Gesten. Sündigt niemals und so ihr je in Versuchung seid, gedenkt des Schicksals der Leute bei Visima, die von einer Bargestenplage hingerafft wurden. Predigten für jeden Anlass, hochwürden Yeomen von Tretogor. Schlichte Gemüter glauben noch immer, dass besonders böse Taten den Zorn der Götter in Form von Phantomhunden beschwören, die nachts über die Straßen schleichen. Ob das stimmt oder nicht, Bargesten, und wenn wir ausgesprochen werden, sind für Sünder und Heilige gleichermaßen gefährlich, denn sie greifen ausnahmslos jeden mit teuflischer Wut an. Hexer glauben selten an Götter, doch sie wissen, dass Bargesten wirklich existieren und stets mit tragischen Ereignissen in der Vergangenheit zusammenhängen. Ihre Erklärung hat eher mit Flüchen oder sonstigen Konzentrationen von böser Absicht zu tun. Noch irgendwas Neues? Okay. In diesem Sinne würde ich sagen, erstmal liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.